ihr hier sehen könnt, ist das irgendwie ein Rumpelkammer-Szenario. Ich glaube, ich schalte auch mal um. Einfach aus Spaß. So auf den Sendescreen und dann hätten wir hier noch was anzubieten. Das ist der. Wie sieht der aus? Und das ist noch mehr Rumpelkammer. Ne? Okay, aber wir bleiben auf der 1. In diesem Setting ist mir erstens so warm. Und zweitens, ihr seht, das ist weniger mit Bewegung. Mir ist bei dem Tai Chi, Qigong, Yoga, das Zazen am wichtigsten, das Sitzen. Weil da kommt die Gesundung her, das Wissen darüber, wie man selber funktioniert. Aber ich weiß, das ist das, was die wenigsten interessiert. Das war vor Jahrtausenden so und das ist heute so. Weil das, was wirklich weiterhilft, ist dieses stille Sitzen. Und stilles Sitzen ist eben, da ist keine Musik, da ist keine Anleitung, da ist man komplett mit sich alleine. Und was sollte da sein? Eigentlich nichts. Da sollte ja eigentlich Zufriedenheit zu finden sein, wenn du mit dir komplett alleine bist, in Ruhe. Und ist nicht. Da sind Geschichten von ewig lange her, von Geschichten, die eben gerade waren. Also so unerledigte alte Sachen oder neuere. Unruhe, Müdigkeit, weil man immer zu wenig schläft. Ja. Also all das tritt zutage wie unter einem Brennglas. Also deswegen, für manche ist das wirklich nichts. Ja. Die müssen gar nichts, aber wenn die dann hier merken, ich kann überhaupt gar nicht in Ruhe mit mir sein, müssen eben auf einer groberen Ebene zur Ruhe kommen erstmal. Ja. Deswegen gehört im Yoga, Qigong, gehören die Bewegungen nicht nur aus Fitnessaspekt dazu, sondern eben auch, um Körpergefühle zu haben, immer feiner auch, die einen unterstützen im Sammeln, im Sich-Sammeln. Und bei den Körpergefühlen ist das ja auch so, wenn ich dann langsame, intensive Bewegungen mache, dann kann es sein, dass Sachen rauskommen, die ich sonst nicht wahrnehme, dass ich dann zum Arzt gehen muss oder sowas. Ja. Das sind auch Sachen, die Leute nicht so mögen. Das ist eine Ablehnung gegen dieses Langsame. Ja. Also ich selber habe auch eine Allergie gegen diese ganz speziellen langsamen Sachen, also diese Qigong zum Wohlfühlen, also die quasi mich auf den Abweg bringen. Gerade bei Leuten, die selber nicht meditieren. Das hier, diese Sessions, ich weiß noch nicht, wie ich die richtig anordne, sind auf jeden Fall zur Einführung ins stille Sitzen. Ich nenne das jetzt Loriot-Meditation. Ihr kennt den uralten Sketch vom Loriot wahrscheinlich, wo halt ein Mann im Sessel sitzt und höchstwahrscheinlich seine Frau aus der Küche andauernd sagt, nun mach doch mal was. Und er dann ganz zum Schluss eben lauthals schreit, ich will einfach hier nur sitzen. Und das ist eigentlich das, was Zazen ausmacht. Ich bin kein Zazen-Meister. Ich habe selber Meditation mit 4 schon gelernt. Aus der Not fast.
Habe das dann 20 Jahre lang nicht gemacht, was mir übrigens nicht gut tat. Ja, dann habe ich das wieder angefangen. Also, das lebt davon, dass ihr Fragen stellt. Oder, wenn euch das überhaupt nicht gefällt, was ich hier mache, sucht euch einen Meister, fangt mit irgendeiner Atem-App an, ja, oder nur mit den Einführungskursen in den Meditations-Apps. Nicht die ganzen Kurse, die es da gibt. Vielleicht gibt es da ab und zu mal einen guten, aber die meisten sind Unterhaltung. Das könnt ihr, eine Unterhaltung könnt ihr ja sowieso machen, aber das führt euch nicht zu dem, worum es eigentlich geht in der Meditation. Und das ist, dummerweise sind da ein paar Schlüsselerlebnisse im stillen Sitzen. Wir suchen keine außergewöhnlichen Erlebnisse. Wir versuchen auch nicht mit offenen Augen rumzusitzen. Es gibt im Zen eine Tradition, die das vor der Wand macht. Das mache ich auch nicht. Ich sitze einfach nur rum. Das machen wir jetzt, aber nur kurz, weil in erster Linie ist das wieder ein Techniktest. Aber wie gesagt, wie geht das los? Wenn ihr 10 Minuten mit euch in Ruhe sein könnt, dann setzt euch einfach hin, wie es für euch bequem ist und ihr frei atmen könnt. Ihr müsst nicht auf der Erde sitzen, ihr könnt auf einem Stuhl sitzen. Wenn ihr euch an der Stuhllehne anlehnen wollt, dann lehnt euch an. Macht da keine Tortur draus. Ja? Also darin unterscheidet sich diese Ansage schon mal von dem, was man sonst so findet. Also es gibt ein paar, also nicht nur ich sage das, es gibt andere Traditionen, also mindestens Ajahn Brahm zum Beispiel, Waldmönche, die das ein bisschen lockerer angehen. Also wir lassen Körper und Geist zur Ruhe kommen. Und wenn ihr merkt, ich kann heute nicht rumsitzen, halte ich nicht aus, dann nehmt das wahr, Unruhe, und dann haltet ihr das eben nicht aus, sondern dann bewegt ihr euch, dann ist das halt heute nicht der Tag für Meditation gewesen. Ich lasse das hier einfach laufen. Ohne Gong und nix. Also ich habe jetzt einfach einen Timer. Muss man auch nicht. Der Buddha hat auch keinen Timer gehabt. Und dann forciert man nicht, dass der Geist zur Ruhe kommt und der Körper. Der kommt von selber zur Ruhe. Also ihr müsst da nichts unterdrücken. Zum Schluss, wenn Körper und Geist zur Ruhe kommen, dann bleibt der Atem über. Also der Körper, wie er da atmet. Aber ihr müsst nicht jetzt den Geist ruhig kriegen oder sowas. Ja. Im Gegenteil, alles, was da auftaucht, sind eure Lehrer. Wenn ihr auf dem richtigen Weg in dieser eurer Session seid, dann merkt ihr, also dass sowohl der Körper sich langsam so zufrieden anfühlt, der Geist ruhig wird und ihr merkt, oh ja, jetzt kann ich eigentlich hier so rumsitzen und so ein leichtes Lächeln entsteht. Ja, so eine Zufriedenheit, eine grundlose Zufriedenheit. Sollte das nicht der Fall sein, freundlich, aufmerksam und gelassen mit dem, was da ist, sein. Und wenn ihr Fragen habt, fragt im Chat. Wir haben sogar einen Discord-Server. Daran soll es nicht liegen. Es liegt eher daran, dass die Menschen kein Interesse haben, still
rumzusitzen. Also ich sitze jetzt auch nicht so lange. Aufgeschlossen für das, was jetzt ist. Die Nachbarn, wie sie da bohren. Wenn das nicht zu laut ist, dann kann ich ja sagen, das interessiert mich im Moment gar nicht. Ich möchte jetzt meinen Fuß spüren, meinen Körper spüren. Ja, wir müssen das auch heute nicht so lange machen. Das ist auch nur ein Test. 7 Minuten. Ich kann schon gar nicht
Meditation nennen, aber ich weiß, für Leute, die frisch damit anfangen, sind 7 Minuten schon ziemlich lang. Ja. Also ich sitze jetzt, das ist auch nicht wie keine Leistungsgröße oder sowas, sondern mir tun jetzt so 45, 50 eine Stunde gut. Ja. Also das ist eher ein Kriterium, was euch gut tut. Nichts um nicht, ihr müsst da nichts versuchen zu erreichen. Das soll es schon gewesen sein. Es kann sein, dass ich so ein Format hinkriege, zumindest jetzt im Winter zu einer bestimmten Zeit zu machen. Mal schauen. Jetzt. Das war erstmal ein Anschub. Auf YouTube selber ist auch noch mal so ein, also sind mehrere Einführungsvideos. Das ist das Problem. Durch diesen stille Sitzen-Ansatz sind halt lauter verschiedene Facetten von Persönlichkeiten da, die alle verschiedene Fragen haben eigentlich. Ja. Wir werden sehen, ob es überhaupt irgendwen gibt, den das interessiert. So viel für das allererste Mal in diesem Rahmen. Entwickelt euer inneres Lächeln. Bis zum nächsten Mal. Ich schaue mal, wollen wir so einen festen Termin eingebaut kriegen.